spricht der Kommandant der Wächter. Ich befehle euch, umzudrehen und von hier zu verschwinden. Ihr habt hier im Zentrum der Zone nichts verloren. Schnappt sie euch! Was spielst du dich hier als Kommandant auf? Jetzt werden wir dir zeigen, wer hier verschwindet. Männer, macht sie fest! Die ballern sich da jetzt über den Haufen, das finde ich ganz toll. Ich hoffe, die Wächter sterben alle. Eigentlich kann mir egal sein, wer alles stirbt. Ich krieg so oder so gute Waffen. Beziehungsweise gute Munition. Den scheiß Granaten immer. Nieder mit der Freiheitsaktion! Fraktion! Oh fuck. Für einen Pazifist liegst du aber in einer ziemlich misslichen Lage, Matwei. Ich glaube, die wollen mir was Böses. Ich muss mir eine neue HK aufheben, weil mein Headset tut mir auf den neuen weh, weil die, die ich habe, verklemmt andauernd. Easter Eggs in Shadow of Chernobyl? Da fällt mir nur Morgan Freeman ein, aber sonst nicht wirklich.
Lest mal die neuen Artefakte vor. Muschelverbrennung. Durch das Tragen dieses teuren und seltenen Artefakts wird die Zerstörung von Proteinen verlangsamt. Der Körper kann also höhere Temperaturen besser ertragen und ist weniger leicht entzündlich. Sprungfeder. Nach Meinung einiger Theoretiker ist dieses Artefakt eine Mischung zwischen den Artefakten Batterie und Muschel. So, was Neues haben wir eigentlich nicht, was ihr nicht schon kennt. Ich warte eigentlich die ganze Zeit darauf, dass die zwei Typen da mal verkacken, aber irgendwie, ne? Das mag sein, dass du die Waffe besser findest. Ich finde meine Thunder am besten. Es gibt für mich keine schönere Waffe im Spiel. Ups. Lass mal wegwerfen. Hatte ich eine Granate? Tatsache. Sollte mit der Ausrüstung eigentlich nicht weitergehen. Aber wir machen den Hardcore-Stalker und leben von dem, was wir finden. Selber, wie kommt ihr jetzt wieder auf das Thema? Ich lese davon gar nichts im Chat. Ach so, wegen anonym. Okay. Hi Tanro! Du kennst die Frankasi-Regel noch. Gefällt mir. Ich habe ganz viele Live-Zuhörer, sehe ich gerade. Das freut mich. Ich schicke Fanny Man gerade mal eine Member-Invitation, weil er sonst nicht zugucken kann. Gentlemen, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden uns zur Station vorkämpfen. Ich gehe hier hin, weil ich kann das nicht abhören, wenn zwei verschiedene Synchronsprecher den Typen sprechen. Haltet also die Augen offen und den Rücken frei. Das war's. Waffenprüfer. Wir gehen diese Straße entlang. Einsatzbereitschaft in 15 Sekunden. Du musst der Gezeichnete sein. Der Wirt hat von dir gesprochen. Lass uns zusammen einen Durchbruch versuchen. Ich kenne den Pfad zur Station. Ich traue dir nicht. Und ihr wisst auch, wieso ich ihm nicht traue. Nein, Spaß. Das kann ich hier nicht so sagen. Intact, we're in the fence.
Das war schon ein bisschen mies. Kollege, was ist mit dir los? Tut mir leid, Yorker Bulle. Irgendwie bist du verbuggt. Das meine ich, deswegen... Also Pripyat ist einfach übelst verbuggt. Jetzt ist der da hinten am Rumbacken. Und hier wird das Event nicht weiter getriggert. Es ist so zum Kotzen. Die ist doch gerade eben erst hochgegangen. Wirf dir zwei Granaten, Schwuchtel. Oh Mann. Ich verstehe nicht, wo da einer ist. Arschgesicht! Arschgesicht? Weiter, weiter.